No, 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 no heroes. No, 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 no heroes. No heroes, baby. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute sind wir zurück mit Final Round aus der No Heroes Championship Series. Das erste Qualifier für die Finals. Und hier ist Set 0, Set 3. Und es ist im Finale Kid vs. Kid. Das ist unglaublich. Kid Starter. Also Turn 1, der erste Kid, der Florian, der spielt erstmal die Bonnie. In seinem zweiten Turn searcht er mit der Bonnie. Da wird die nächste Bonnie wird dann genommen. Und die wird dann wahrscheinlich auch erstmal wird angegriffen, der Schaden wird genommen. Danach wird wahrscheinlich die Bonnie gespielt. Mit der Bonnie direkt gesearched. Genau so sieht's aus. Und dann wird die, ich sehe da glaube ich schon eine Bonnie. Ich denke, der wird die nächste Bonnie nehmen, obwohl er auch die 2K-Contas gebrauchen könnte. Ah ne, die hat er schon auf der Hand. Da gab es eine kleine Verwechslung mit der Hand. Aber ja, die nächste Bonnie wird genommen. Das wäre dann die dritte. Und ja, pass turn. Und Calvin ist der Spieler, der halt der Filmkid spielt. Das sieht man auch hier. Zorro wird gespielt für 4. Erstmal wurde für 5 angegriffen auf die Bonnie. Bonnie natürlich nicht verteidigt. Dann verbraucht zu viel Ressourcen. Zorro liegt jetzt da und Zorro ist auch nicht ungefährlich, würde ich sagen. Also kann im nächsten Turn schön ein bisschen Druck machen. Dann kommt hier für 5 ein Hawkins. Oh, das ist das. Hawkins ist eine sehr gute Karte in diesem Matchup. Das muss man so sagen. Danach passt der Florian direkt. Also es wurde auch angegriffen mit dem Leader. Schaden wurde genommen. Es geht hier auch sehr schnell. Angriff mit dem Leader auf den Leader und dann wird erstmal Punk Gibson aktiviert. Beziehungsweise der Schaden wird genommen, Trigger Punk Gibson, wahrscheinlich, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Dann wird hier Brook gespielt, der spielt dann direkt eine Nami aus und Nami search was und Nami hat hier einen Zoro gesearched, also das ist hier wirklich sehr schnell. Dann wieder auch Pass Turn. Der Zoro, der Vierer Zoro konnte nicht angreifen, er wurde gerestet durch den Trigger-Effekt. Und das könnte Hawkins jetzt ausnutzen. Mit 2 Swings, beziehungsweise 1 Swing reicht ja, und dann bleibt er einfach inactive. Mal gucken, was da passiert. Ja, genau so. Das ist der richtige Weg. Er ist nicht ohne. Also die zwei Spieler sind nicht ohne Grund im Finale. Die wissen, was die tun. Hawkins auf Zorro mit 8K. Zorro ist auf 6, also 2K-Counter-Unterschied, da lohnt sich nicht drüber zu countern und dann geht der Hawkins auch wieder in Active und der wird jetzt wahrscheinlich auch im Active liegen bleiben. Das lohnt sich nicht mehr mit dem anzugreifen. Jetzt wird hier für 3 eine ISO gespielt. Oh, dann wird nochmal auf die Nami geswungen mit Hawkins. Das ist sehr interessant, also Hawkins in Rest, es juckt ihn nicht. Vielleicht denkt er sich, ist fast wie ein Blocker, der Gegner wird dann nächsten Turn auf den gehen, aber die Nami war auch nicht unwichtig, die zu removen, weil die, ich meine, die kann Activate Main wieder was searchen, oder wenn sie angreift und on play, genau, und das ist dann, ja, das ist zu stark. Hier wird nur kurz das Leben zurechtgelegt, dass es besser ist. Dann müsste auch jetzt hier Pass Turn sein von Florian zu Calvin. Calvin ist hier direkt am Überlegen, wie er seine Dons einsetzen soll. Also erstmal wird hier mit Brook geswung. Da wird drüber gegangen, ein Paradise Waterfall. Also das ist stark. Jetzt wissen wir auch, warum er zweimal mit Hawkins angegriffen hat. Es hat ihm nämlich gar nichts ausgemacht. Und hier wird Ruffy gespielt. Ruffy spielt mit Zorro. Starke Kombi. Auch vom Film Kid. Was kann Supernova Kid dagegen setzen? Also wenn wir hier in die Hand schauen, also er hat eigentlich sehr starke Handkarten. Auch sehr viel Counterpower. Auch ein Punk Gibson auf der Hand.
Sieht schon stark aus, muss man so sagen. Also hier wird wahrscheinlich erstmal der Brook removed. Das ist halt das, ja, das ist das, der Vorteil, den Hawkins einfach auf dem Feld bringt. Genau dafür ist er da. Hier wird kurz überlegt. Weil hier ist auch eine Don offen. Kann ja sein, dass auch ein Paradise Waterfall irgendwo auf der Hand versteckt ist. Ja, dann wird der Brook, wurde jetzt removed. Und dann wird weiter geschaut. Hawkins greift ein zweites Mal an, also hier wird auf Pressure gegangen. Es wird mit Ruffy geblockt, dann Paradise Waterfall aktiviert und sehr stark gemacht, auf jeden Fall. Natürlich noch seine ganze Don offen. Also der ganze Turn ist noch offen sozusagen. Hier wird nur eine Don sozusagen benutzt für den Hawkins-Angriff. Jetzt wird hier erstmal die Bonnie genutzt, um was zu searchen. Ich konnte jetzt nicht erkennen, was der gesearcht hat. Das war mir zu schnell. Es wird hier aber noch ein Hawkins gespeichert. Den habe ich schon vorhin in seiner Hand gesehen. Das war er nicht. Der gesearchte Target. Ja. Es scheint so, als wenn er den Turn abgegeben hat, obwohl er noch den Leader Swing hatte und noch zwei Energy offen. Ach, ja, aber es liegt ja dann Ruffy auf dem Feld und dann macht es auch keinen Sinn anzugreifen, weil der Gegner dann eh wahrscheinlich blocken wird. Also es wurde einfach nur Zeit gespart. Erstmal wird hier mit Zoro angegriffen. Danach kommt der Ruffy-Angriff. Noch sehr viel Don offen. Das Problem, was ich hier sehe beim Florian, er hat zwar ein sehr gutes Board, aber er hat keine Blocker. Und ja, beim Filmspieler sieht das ein bisschen anders aus. Er hat jetzt sozusagen zwei Blocker in Active. Hier auch eine starke Combo. Da hat sich die Karte gerestet und den Ruffy in Active gedreht. Ja, unglaublich. Unglaublich, noch zwei Don offen, wie ich das sehen kann. Also Punk Gibson oder auch Paradise Waterfall. Darauf muss der Florian... Ja, der muss gewappnet sein. Er muss wissen, da kann was kommen. Oder auch, es könnte auch ein Bluff sein. Das ist bei den grünen Decks, die haben halt sehr gute Eventkarten. Jetzt nimmt sich auch Florian hier kurz Zeit, auch hier mit doppelter Geschwindigkeit braucht er ein bisschen länger am Anfang. Dann wird hier erstmal eine Karte gespielt und zwei Karten gepoppt, direkt in die Drop, also auch sehr stark. Zwei Hawkins ready, aber keine Battle-Karten auf dem Feld. Er hätte auch einfach mit Hawkins angreifen können. Hätte er die Energy vielleicht nicht verbrauchen müssen. Aber vielleicht will er einfach nur einen starken Buddy für den nächsten Turn haben. Und halt seinen Effekt, das kann ja auch natürlich sein. Dann wird hier mit 7 geswungen auf 5 zum zweiten Mal. Hier wurde kurz überlegt, ob da der Trigger kommen soll oder nicht. Wenn das, oder es könnte auch sein, dass geblufft wurde. Das kann natürlich immer sein. Ja. Es wird hier gepasst. Calvin ist noch bei einer Don. Calvin, der ein paar seiner Karten falsch umgehalten hat.
aber es wurde auch direkt korrigiert. Es gibt einen in unserem Freundeskreis, der seine Karten immer durcheinander hält. Eine oben, eine unten. Also das ist, ich dachte, Calvin ist jetzt auch so jemand, aber anscheinend nicht. Jetzt wird hier mit 7 der erste Angriff gemacht. Wahrscheinlich. Also die Dons sind gesetzt und kommt auch keine dazu. Jetzt bin ich gespannt, auf wen er geht, auf den Leader oder auf den Hawkins. Auf den Leader, ich wollte sagen, auf Hawkins ist es ein bisschen zu wenig. Da müsste er schon auf 8 gehen. Und dann wird auch direkt der Leader-Effekt aktiviert und nochmal mit 7. Da testet jetzt Calvin, was da so geht beim Gegner. Er hat natürlich ein bisschen Counterpower auf der Hand. Die Frage ist, will er den Calvin da reinlaufen lassen jetzt? Er hat den Schaden genommen. Er pokert auch ein bisschen. Und dann wird gepasst. Okay, er wollte wahrscheinlich, dass Calvin dann nochmal mit seinen Ruffies angreift und er dann im nächsten Zug komplett offen ist, wenn er dann drüber geht. Der Florian. Wahrscheinlich wollte er dann drüber kontern und dann komplett auf sein Leben gehen. Aber jetzt sieht es natürlich so aus. Er sieht ein bisschen schwieriger aus, als er dachte wahrscheinlich. Hawkins nochmal mit 7. Calvin mit sehr viel Don offen. Dann wird hier die Izu gerestet und drüber gekontert gleichzeitig. Ein paar Gibson. Also Calvin mit unglaublich viel Counterpower auf der Hand. Jetzt nochmal mit 7. Jetzt kommt hier noch ein Event. Es wird kurz überlegt. Florian hat ja auch einen Nami auf der Hand. Wieder ein Punk Gibson. Florian hat ja auch einen Ruffy auf der Hand. Vielleicht spielt er auch Filmkit, aber hat noch nicht die Targets gesehen. Oder er spielt vielleicht so eine Hybrid-Version. Kann auch sein. Ja, Florian ist da ein bisschen im Überlegen. Es wird geswungen. Es wird geblockt. Paradise Waterfall inactive. Das sieht nicht gut aus für Florian. Das sieht so aus. Ja, der Calvin hatte jetzt gerade viele Antworten auf seine Karten. Aber Florian da noch mit allen Dons offen. Und geht dann mal direkt auf den Leader mit ein bisschen Power. Wahrscheinlich will er den Double Swing machen. Ach, er ist nur auf 8 gegangen. Er müsste da schon auf 9 gehen. Das ist schade, aber er will wahrscheinlich noch vielleicht mit Punk Gibson bluffen. Beziehungsweise er hat sogar einen auf der Hand. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Okay. Aber das war jetzt eine sehr einfache Entscheidung, da die 2 Counter Power zu investieren. Da hat der. Und dann greift der Calvin auch schon an. Schon mit dem ersten Ruffy, mit dem zweiten Ruffy und dann nochmal mit Eustace Captain Kid und dann ist auch schon Game. Unglaublich. Also Calvin hier, der erste No Heroes Championship Series Qualifier Winner. Sehr stark gemacht, auf jeden Fall, und sehr stark gespielt. Ja, wie gesagt, der Unterschied war einfach, dass Calvin seine Blocker gesehen hat, beziehungsweise aufs Feld bringen konnte, und der Florian, er hatte gar keinen Blocker auf dem Feld. Das heißt, egal wie viel Counterpower er hat, wenn er sein Leben verteidigen will, muss er irgendwann seine Handkarten verlieren. Und das ist halt der Unterschied gewesen hier.
Aber sehr starkes Spiel von beiden. Glückwunsch an Kelvin, auch Glückwunsch an Florian, dass er so weit gekommen ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.